Oh, Nebel ist diesmal gut. Mehr oder weniger. Wow. Ich laufe mal kurz in diese Richtung, gucken, was da ist, weil da leuchtet doch was. Ist das vielleicht eine Manuskriptseite? Wäre ja für die Background-Story und alles relativ von Interesse. Rose wird vom Dunkel besucht. Rose wusste nicht, wie die seltsame Alte in ihren Wohnwagen kam. Sie sah falsch aus. Die Frau zeigte bei ihrer Version eines Lächelns die Zähne und strich ihr mit einem Finger über die Wange. Hübsches Mädchen, sagte sie. Aha. Rose war, als würde sie einschlafen, aber ihre Knie knickten nicht ein. Die Alte flüsterte ihr ins Ohr. Worte, dunkel und kalt wie Eis. Okay, dann haben... wo geht's denn hier weiter? Da. Warum ist das Auto nicht gerade durch die Luft geflogen? Wieso sind hier auf dem... Obwohl, ja, das könnten Traktorenreifen sein. Ja, das sind Traktorenreifen. Hier ist schon vorher schon mal jemand langgefahren. Also ist das hier ein ganz normaler Fahrtweg. Könnte man so sagen. Unter Umständen eventuell vielleicht. Ah, Heilung. Wenn das mal wirklich so toll wäre, so egal, man ist krank oder sowas, man stellt sich einfach unter eine Lampe. Und man ist wieder vollkommen tutti. Durchsucht das Gebiet! Die suchen, ja, die suchen da unten. Aber ich habe irgendwie so das... Oh, ich möchte nicht mit denen den Platz tauschen. Ich glaube, wir gehen erstmal einfach weiter. Also es ist auf jeden Fall Andy. Wer auch mal Andy ist. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her. Keine Monster. Ja, das sehen die wahrscheinlich komplett anders. Das Blöde ist halt nur... Oh, oh. Und I can't verteidigen myself. Will ich mal so gesagt haben. Wo kommen auf einmal die ganzen... Wir hören doch mal rein. Er ist der Kerl, den wir suchen. Wenn er es nicht war, wer dann? Bigfoot? Ende. Das weiß ich noch nicht. Aber ich tendiere nicht zu voreiligen Schlüssen. Das geht nämlich meistens nach hinten los. Kapiert? Ende. Ende. Das war's? Okay. Bigfoot. Ich meine, wir sind hier auf relativ großem Fuß unterwegs. Aber hätte man hier bei diesem Weg nicht irgendwie einen Zaun langziehen können? Okay, never mind, hier ist ein Zaun. An einer kleinen Stelle. Okay, hier ist auch. Okay, die haben sogar Luftunterstützung beantragt. Nee, jetzt erst recht nicht. Ihr schießt ja... Schießen ja auf mich. Warum soll ich dann stehen? Bleiben. Ich gehe hier hoch. Oh, kann ich da durchgucken? Tatsachenentscheidung. Ich habe irgendwie Angst, dass hier gleich ein Jumpscare oder sowas kommt. Aber ich denke mal, da hinten ist der Heli wohl abgestürzt gerade.
Glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen. Wir können ja hier auch nochmal durchgucken. Ist das die Tank? Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Ich denke, wir werden da durch müssen, durch diese Tür. Und dann uns mal wieder durch den Wald schlagen. Juhu. Wieder durch den Wald. Ich freue mich ja so. Okay, da ein schönes Futonbett. Das sieht sogar noch relativ halbwegs sauber aus. Ach, hier James. Mulligan, Fountain, willkommen, Händel. Oh, wir können Funk hören. Oh. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Ist doch gut. Komm schon. Hinsetzen, geben Sie mir das. James, Mulligan hier, Ende. Sprechen Sie, Mulligan, Ende. Ach, Mulligan. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch. Ohne Scotch. Was ich meine, Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan. Ende. Ja, wie auch immer. Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her, damit er sich die beiden mal ansieht. Ende. Genau. Ende. Verstanden. Bringen Sie die beiden schnell her. Der FBI-Agent möchte Wheeler verhören. Ende. Ja. Oh ja, darauf wette ich. Die beiden scheinen eine Menge gemeinsam zu haben. Mulligan. Ende. Ende. Ja, die Nachricht ist auch Ende und das heißt, Tür zu, sehr schön. Wir haben leider keine Taschenlampe. Was mir persönlich ein bisschen wieder... Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Zum Bergwerk? Bist du denn verrückt geworden? Da gibt es nicht wirklich viel Licht. Ne, da gehe ich nicht runter. Ne, ne. Ah, schon wieder ein Wanderpfad. Juch, hey. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war... Oh! Ja, das heißt, ich brauche erstmal eine Funzel. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Hm. Ist das von der Armee? Hatte keinen Saft. Ja, also müssen wir das hier. Ach, andere Seite. Das klappt nie beim ersten Mal. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, hör auf zu vibrieren. Die sollten ihre Kabel mal besser isolieren. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Ah, jetzt ist auch noch das Ding kaputt. Aber gegentreten. Und zack. Na, zumindest ist das Tor offen. Aber wie kommt hier oben so ein Lichtgenerator von der Armee hin? Mal ernsthaft. Ist das logisch? Nein. Ist hier unter vielleicht was? Nein. Brauche ich eine Funzel? Ja. Brauche ich irgendwas, um die Schattengestalten zu erledigen? Ja. Und wann? So schnell wie möglich. Was? Achso. Ich dachte gerade schon.
Wir haben eine Taschenlampe, Lampe, Lampe, Lampe. Wie dann einfach mal akkurat einfach das gesamte Tor verschwindet. Ich brauchte einen Moment, um die Welt zu machen. Sie kamen mir sehr gelegen. Ja, Blendgranate hin oder her, aber ich... Ende. Ladadadi, ladadada. Ah! Tschabam! Und das noch bevor er mich erwischt hat. Was übrigens mehr Matt als alles andere war. War hier nicht gerade auch noch einer? Naja, so soll mir jetzt gerade egal sein. Ich weiß nicht, wo der Weg genau, aber ich denke mal, das hier wird wohl der Weg sein. Licht! Oh, Blendgranaten nehmen wir mal mit. Matt gehabt. Und das Radio hören. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Matt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Matt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Der Teufel ist da los, aha. Ich bin da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? No, wir brauchen Infos, Infos, Infos. Ja, die haben auch einfach auf uns geschossen hier. Also auf mich. Warum gucken sie einfach aus dem Fenster? Ja, passt ja. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Der Radiosendermann ist mir sehr sympathisch. Jetzt ist halt nur die Frage, wo geht's weiter? Immerhin, wir haben einen Point of Controlation erreicht. Ich glaube, ich gehe noch mal zurück. Oh nein! Die Lichtquelle ist weg. Scheibenkleister. Egal, egal. Hier haben wir eine Manuskriptseite, die lesen wir uns gerade mal durch. Oder wir hören sie uns an. Berührt vom Dunkel war Rose verloren in einem Traumland. Das Gemahl schien mit schwarzer und grauer Kreide. Die alte Frau hatte ihr die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Sie würde Alan Wakes Muse sein. Sie lächelte so sehr, dass ihr Gesicht wehtat. Sie zerdrückte eine Packung Schlaftabletten und rührte sie in einen Kaffee. Tief innen drin schrie sie panisch auf. Okay. Also wurde sie verführt. Ladadadi, ladadada, wir gehen weiter. Oh, das Geräusch. Ist nicht gut.
könnte rennen, aber das bringt nichts, die sind schneller. Da haben wir auf jeden Fall Polizeiauto. Vielleicht bekomme ich da ja mal ein Wäffchen weg. Ne, nur Blendis, aber damit komme ich klar. Die sind ja relativ... So. Hinfort, ihr Dämonen! Zurück in die Hölle, wo ihr herkamt. Aber dass die auch immer gleich von allen Seiten angreifen müssen. Das ist ja schrecklich. Äste. So, Ruhe im Karton. Ich hätte doch einfach rennen können. Toll, wie komme ich da jetzt rein? Naja, im Zweifel durch die Tür. Oh, Licht! Ich hoffe, Maine würde mir ein Auto leihen. Ich würde hoffen, Maine kann mir eine Knarre leihen. Ist hier sonst noch irgendwie etwas? Ja, 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 Kaffee. Thermoflasche. Den Kaffee kann ich gut gebrauchen. Ernsthaft.